Ein Kadett mit Elfenohren. Was kannst du mir beibringen? Was willst du wissen? Wer bist du überhaupt? Affentrainer lernen. Ach so, hatten wir schon mal miteinander das Vergnügen? Ach so, du bist dieser Komische, genau. Du kamst da ja aus diesem Raum raus und warst ein bisschen doof. So wird's gemacht! Wer hat das gesagt? Mauricio? Du? Höher zielen! Direkt drauf! Was ist mit euch los? Ihr seid so ein bisschen merkwürdig alle, ne? Du bist kein Wächter, oder? Nein, die Magier haben mich gerettet. Dafür leiste ich meinen Beitrag hier im Lager. Ich verstehe zwar nichts von Zauberei, aber eine ordentliche Klinge kann ich schmieden. Und solider Stahl ist ein treuer Begleiter in diesen Zeiten. Wo er recht hat, hat er recht. Ohne ordentlichen Stahl sind wir sowieso schon verloren. Hat der Typ einen Goldzahn? Was machst du, wenn du mal nicht an der Schmiede stehst? Schlafen. Ach was. Na schön, ab und an genehmige ich mir einen nach Mitternacht in der Taverne. Wenn du ständig auf den Amboss haust, fängt die Hand an zu zittern. Da hilft eine ordentliche Pulle wieder Ruhe in die Knochen zu bringen. Und wenn dann noch einer gegen dich im Saufen antritt, ist die Nacht gerettet. Du bist schon ein ganz harter Typ, ne? Wovor haben die Magier dich gerettet? Schätze, die Geschichte ist zu lange her, als dass sie dich interessieren könnte. Doch, erzähl. Da liegst du falsch. Erzähl mir die Geschichte. Sie beginnt in der Zeit, in der Inquisition und Magier noch gemeinsame Sache gemacht haben. War damals schon Schmied. Hab eine Überstunde nach der anderen abgerissen. War so überarbeitet, dass ich bei einer Klinge vergessen habe, sie vernünftig zu falten. Und dann? Okay, du hast eine schlechte Klinge geschmiedet. Weiter? Tja. Genau das Mistding ging an unseren Kommandanten. Brach natürlich im entscheidenden Moment ab. Wollte mir dafür den Arsch aufreißen. Also habe ich die Sachen gepackt und bin bei den Magiern untergekommen. Ohne sie hätte ich es nie geschafft. Mhm. Eine Rückkehr zur Inquisition ist für dich also ausgeschlossen? Absolut. Glaube kaum, dass sie einen Fahnenflüchtigen mit offenen Armen empfangen würden. Nein, mein Platz ist jetzt hier. Die Magier werden das zu Ende bringen, was die Inquisition nicht konnte. Das wäre? Die Titanen ein für alle Mal besiegen. Ich glaube, ich habe genug gehört. Alles klar. Ich habe sowieso noch ein Eisen im Feuer. Wenn du verstehst, was ich meine. Kann ich das Schmieden bei dir lernen? Ich schulde den Magiern einiges. Also wirst du mich bezahlen. Aber denk dran. Wer sich vor Funken fürchtet, gibt keinen guten Schmied ab. Wenn du nur eine bessere Waffe brauchst, kann ich dir eine verkaufen. Bring mir etwas bei. Schmieden lernen, 2000 Euro. Talismane. Ringe. Nee. Lass uns handeln. Dafür habe ich wirklich nicht genug Geld. Krabbenstecher. Alt und fleckig, du solltest dir bald mal eine neue Klinge zulegen. Schattenklinge, die schwarze Klinge wurde im Schattenreich geschmiedet. Degen. Stichwaffenkriegsdegen. Sag mal, wo sind denn meine Sachen? Kann ich das irgendwie vergleichen direkt? Nee, ne? Muss ich alles wissen. Also, 30. 20 bis 25 Stichwaffen. Lass uns. 20 bis 25. 10 bis 40. 25 bis 30 ist schon besser. Die Schattenklinge habe ich auch. 20 bis 25 bis 40 ist viel besser. Schwerter plus 5 Schaden. Ich nehme einfach das, was ich habe, oder? Ist das nicht schon besser? Stoßklinge, ne? Das ist das gleiche. Hier. Nein, nehmen wir das. Ab auf die Liste. Okay. Was siehst du? Geht doch! Na gut. Irgendwas riecht hier komisch. Tja, mein unwissender Freund, das bin dann wohl ich. Aber bevor du auf falsche Gedanken kommst, der Geruch kommt vom Schießpulver. Ich hab gefurzt. Flinten sind mein Leben. Ich hab gefurzt. Flinten? Klingt nicht schlecht. Na, endlich mal einer, der mir beipflichtet. Die meisten der Jungs hier verlassen sich nur noch auf ihren Kristallhandschuh. Ich sag immer, was ist besser als ein Magier?
Ein Magier mit Flinte natürlich. Da hast du was. Wie stehst du zu den Magiern? Offiziell sind sie natürlich die mit dem großen Plan. Huiuiui. Bauen da so ein Ding, das angeblich die Menschheit vor den Titanen retten wird. Aber mir ist nur wichtig, dass ich bezahlt werde. Wer das macht und wofür ich meinen Arsch hinhalte, ist mir egal. Keine Bezahlung ist mir egal. Welche Aufgabe hast du unter den Wächtern? Ich bin für die Wartung und Instandsetzung der Schusswaffen zuständig. Haben zwar nicht wirklich viele, aber ich bin der Einzige, der was davon versteht. Darum muss ich auch nicht in den Minen ackern oder wie dieser Vetranio das Waschweib spielen. Was stimmt nicht mit Vetranio? Ach, das ist einfach ein Versager wie fast jeder Neue. Dachte wohl, dass wenn er ein paar Funken zaubern kann, er der dickste Hecht im Lager wird. Aber so läuft's nicht im Leben. Wer nix kann, ist auch nix wert. Jeder fängt mal klein an. Du vielleicht, ich nicht. Ich bin schon immer handwerklich begabt gewesen. Ich folge einfach meiner Berufung. Pass auf! Wenn du was über Schusswaffen lernen willst, bist du bei mir goldrichtig. Ich kann die Dinger so schnell zerlegen und zusammensetzen, da schlackerst du mit den Ohren. Irgendwelche Ratschläge, die du mir mit auf den Weg geben kannst? Nur einen. Bleib immer im Training. Nimm mich zum Beispiel. Jeden Morgen trainiere ich am Wurfstand meine Zielsicherheit. Die meisten hier halten das für Zeitverschwendung, aber ich sage dir, das zahlt sich aus. Bring mir was über Schusswaffen bei. Gut, was willst du wissen? Büchsenmacher lernen? Du kannst an einer Werkbank Pistolen und Flinten aufrüsten und reparieren. Pistolen lernen? Du weißt, wie man sich im Nahkampf die Gegner vom Leib hält. Dein Pistolentalent steigert sich um plus 10 pro Stufe. Muskete lernen, ob für die Jagd oder den Krieg. Du hast eine ruhige Hand und ein gutes Auge. Dein Musketentalent steigert sich um plus 10 pro Stufe. Schrotflinte lernen. Warum eine Kugel verschießen, wenn es auch viele sein können? Dein Schrotflinte-Talent steigert sich um plus 10 pro Stufe. Kritische Treffer lernen. Entfalte ein Talent für das Treffen besonders schmerzhafter Stellen deines Gegners. Deine Chance auf kritische Treffer mit Fernkampfwaffen und schmutzigen Tricks steigert sich um plus 10 pro Stufe. Das heißt, plus 10 sind das Prozentpunkte oder sind das einfach nur so kalkulierte Punkte? Weiß ich nicht, wie bei WoW halt. Ich möchte besser mit Schrotflinten umgehen lernen. Bei Schrotflinten ist das Wichtigste, dass du den Streuradius der Waffe kennst. Wenn du zu weit wegstehst, dann kommen deine Kugeln an, als hätte sie ein Kind geworfen. Je näher du an deinem Ziel bist, desto mehr Wunden kannst du ihm zufügen. Allerdings triffst du eine größere Fläche auf größere Entfernung. Überlege dir, was dir lieber ist. Das ist eine gute Frage, weiß ich nicht. Ich habe nicht genug Gold. Die alte Leier mit dem Gold. Ich gehe mal hier oben, vielleicht finde ich da ja ein bisschen was an Geld. Ich gehe mal hier oben. Hühnchen! Ach so. Ich gehe einfach mal jetzt schlafen. Wie sieht das denn aus? Oh, bitte nicht wieder sowas. Hallo! Seele Minus wieder, yay! Ist das Stahlbad? Ja. Hey, du. Vater, bist du das? Hä? Wer? Ich? Nein. Oder doch? Was zur Hölle ist hier los? Tja, mein Junge. Das ist ein Ding, was? Auf einmal macht es Rums und du steckst tief drin in dem Schlamassel hier. Wo genau sind wir hier? Wo genau sind wir hier? Dies ist der Ort, den du dir selbst geschaffen hast, mein Junge. Gewöhne dich schon mal daran. Du wirst hier die nächste Ewigkeit bleiben. Ich brauche deine Hilfe. Ich muss hier wieder raus. Selbst wenn ich es wollte, ich fürchte, ich kann dir nicht helfen. Jeder hat hier sein eigenes Päckchen, das er tragen muss. Aber... Ich muss nun gehen. Moment noch, geh doch nicht weg. Ich habe noch so viel Fragen. Wenn du klauen willst, geh woanders hin. Nee, ich will nicht klauen, ich will schlafen. Jetzt ist es mitten in der Nacht. Ich habe Schritte gehört. Und ich habe Seele Minus gekriegt. Das ist immer doof. Das ist wirklich doof. Aber gut. Ah, Homie. Du hier, Lucky Lucky.
Wer bist du denn? Ich bin Jaffa, ein großer Held und Freund der Menschen. Ah ja, war ich jedenfalls einmal, Miss Hadda. Jaffa, du kleiner Fettwanz. Ich bin froh, dass er wieder da ist. Was heißt, du warst ein Held? Sieh dir doch an mein Leben heute. Jaffa geworden, Matar. Ein Meister der Gnome. Der muss ausbilden, einen jungen Gnom. Ist das schlecht? Nee, aber das heißt, für Jaffa muss er aufpassen auf Schützling und ich nicht mehr kann zur See fahren. Bin hier gestrandet auf stinkende Insel Taranis. Missada. Mhm. Wie macht sich denn Schützling? Jaffa hat versagt. Mein Peewee war zu lange unter Menschen. Hat nie richtig gelernt von seinem Matar, was es heißt, ein Gnom zu sein. Wer ist dein Peewee? Mein Schützling heißt Ali. Er läuft durch Lager und erzählt jedem, dass er will werden Wächter. Das ist doch natürlich Quatsch, oder? Dann lass Ali doch Wächter werden. Dann bist du den kleinen Quälgeist los. Aber Ali ist ein Gnom. Kein Gnom war bisher Kadett. General Magnus hat noch nie einen Gnom aufgenommen. Einmal ist immer das erste Mal. Du machst Scherze mit Jaffa. Nö. Warum segelt ihr beiden nicht einfach woanders hin? Anfangs waren wir hier, weil Gnome hier gebraucht werden. Jaffa hatte große Verantwortung für Menschen und besonders für meinen Schützling. Jaffa heute nur noch hier, weil Schützling nicht will verlassen Taranis. Ich kümmere mich um deinen Ali. Was denn? Du redest mit Magnus, dass er macht Ali zu einem Wächter? Ich denke, ich schaue mir erstmal deinen Schützling genauer an. Hat Ali irgendwelche speziellen Fähigkeiten, die den General beeindrucken könnten? Naja, er ist ein Gnom. Ich sehe schon. Das wird nicht leicht. Okidoki. Ich warte hier so lange. Wenn du gerne zur See fährst, ich könnte dich gut gebrauchen. Jemand mit deinen Diebesfertigkeiten fehlt mir noch in meiner Crew. Oh ja, Jaffa ist sehr geehrt zu hören, dieses großzügige Angebot. Aber Jaffa ist Matar und kann nicht einfach verlassen seinen Schützling. Gut, den will ich unbedingt in meiner Gang haben. Das geht nicht anders. Eines Tages wird Ali... ein großer Wächter? Ja, richtig. Woher weißt du? Dein Meister hat mir davon erzählt. Matar Jaffar? Schlauer Gnom. Du machst deinem Meister große Sorgen, Kleiner. Nein, nein. Nicht Sorgen machen muss Jaffa. Ich werde Kämpfer sein und wirken Magie. Ali dann stark und nicht mehr brauchen Jaffa. Ich habe deinem Meister versprochen, dir zu helfen. Homi Halpo? Gute Sache das. Ali braucht Menschenfürsprecher für General Magnus. Sonst er mich niemals aufnehmen bei den Wächtern. Du gehst zu General. Sprechen mit ihm. Ali wird dich begleiten. Oh. Na gut. Magnus! Na, Großer? Hier. Komm schon, lass mich in die große Halle der Magier. Ich versuche auch keinen Ärger zu machen. Na schön. Du hast ja immerhin schon einiges für uns getan. Gut, geh zu ihnen. Aber halte sie nicht zu sehr von der Arbeit ab. Alles klar. Danke, ich war auch schon da, Lül. Nehmt ihr auch Gnome bei den Kadetten auf? Als Kadetten? Du machst wohl Witze. Gnome sind nicht gerade das, was wir hier brauchen. Ach so, aber für euch arbeiten lassen könnt ihr sie schon, ja? Du redest doch von Ali, oder? Er will schon Wächter werden, seit er hier angekommen ist. Zugegeben, der Kleine hat schon viel geleistet hier im Lager. Dann bilde ihn aus. Na gut. Überzeugt mich. Ich habe keine Zeit, ihm alle Grundbegriffe beizubringen. Zeigt mir, dass der Kleine wenigstens kämpfen kann. Und ich überlege es mir eventuell, ihn zum Kadetten auszubilden. Na, Digi, kannst du kämpfen? General Magnus wäre eventuell bereit, dich auszubilden. Du wärst dann zwar noch kein Kadett, aber hast schon mal einen Fuß in der Tür. Yippie! Langsam.
Er will erst sehen, dass du die Grundbegriffe des Kampfes beherrschst. Ali kann kämpfen wie ein Panther. Ich werde es dem General zeigen. Hm, aber wie? Wir machen einfach ein kleines Schaukämpfchen. Ja, aber du bist viel größer als Ali. Sagtest du nicht, du seist stark wie ein Panther? Ja, aber du darfst dich nicht wehren, sonst wird Ali nicht kämpfen. Na schön. Ich lass mich von dir schlagen, bis ich am Boden liege. Das sollte den General überzeugen. Yippie! Gute Idee. Du sagst, wenn es losgeht, ja? Oh. Okay. Okay, los geht's. Greif mich an, Kleiner. Hua! Attacka! Steck ihm den Finger ins Auge! Oh geil, das ist jetzt witzig, weil Bones da immer wieder mich heilen wird. Reiß ihm den Kopf ab! Steck ihm den Finger ins Auge. Der kleine Fettsack mir, oder was? Auf wessen Seite stehst du, Bones? Warum schlägst du nicht? Reife Leistung! Das war brutal! Reife Leistung! Okay, Ali? Ha! Ali ist der Größte! Mensch hat jetzt Angst vor mir, ja? Vergiss nicht, das war nur Spaß. Werde jetzt also nicht übermütig, Kleiner. Im Ernstfall ist es bestimmt nicht so einfach. Okay, Homie. Wie sieht aus meine Ausbildung bei General? Ich rede gleich mit ihm. Homie, besser beeilen! Hört schon auf mit dem Theater. Ich werde den kleinen Ali ausbilden. Oh, das ist ja eine gute Entscheidung. Spar dir deinen Kommentar, sonst überlege ich es mir doch noch anders. Das habe ich gut gemacht, ne? Ali! Ab heute ist General Magnus dein Meister. Yippie! Mein Traum sich jetzt erfüllen! Ich gleich gehe zu anderen Gnomen und erzähle davon! Eines Tages Kristallhandschuh eines Wächters mein Aurikulki wird sein! Danke, Homie, für große Hilfe! Yippie! Du sollst aber nicht anderen Leuten... Na, okay.